So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und wundert euch nicht, warum ich zurzeit nicht wirklich am Stream bin, weil ich sage ganz ehrlich, zurzeit Fortnite, ich gehe wirklich nur noch rein, mache meine Tagesaufgaben, gehe halt eine Stunde, 1,5 Stunden in Kreativmodus, lass mich da einfach durchleveln. Also derzeit ist so, was Fortnite betrifft, ja, ein bisschen die Luft raus, würde ich bei mir sagen. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop. Ist heute ganz komisch irgendwie. Wir haben ein neues Emote. Das ist genau hier. Wir können es mal angucken. Ah. Ja, das ist das neue Emote. Was soll man dazu sagen? Weiß nicht, irgendwie nur ja, hat einer eine Langeweile gehabt. Und dann haben wir die Wolkentarnung wieder alle zurück. Also ganz ehrlich, ich habe sie jetzt nicht vermisst. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Obwohl die Tarnung ist schon nice. Die hier ist nice. Ja, gut, ich sag doch nichts. So schlecht sind die Tarnungen gar nicht. Und dann Grimoire ist wieder da. Definitiv ohne Mütze spielen. Und dann haben wir Hacke der Verdammnis. Und dann Delirium wieder zurück. Auch ein schöner Skin, finde ich. Sieht man aber auch ganz selten. Dann Stab des Zauberbands. Wolken hatten wir schon. Dann wieder zurück das komplette Galaxy-Paket. Einmal mit dem weiblichen Galaxy, mit passendem Rückenaccessoire, die Pickaxe und der gute alte OG-Kleider. Aber ich sag trotzdem immer noch, die Variante gefällt mir gar nicht. Also die Galaxy-Skins holen mich gar nicht ab. Haben mich eigentlich auch noch nie abgeholt. Noch nicht mal damals, wo der männliche rauskam. Weiß nicht, irgendwie packt der mich nicht. Aber für 2800 ist okay. Ihr seht ja, der Rest, 2000 kostet allein die Speerin. Ja, also das Paket lohnt sich auf jeden Fall schon, wenn man den Galaxy-Skin halt mag. So, dann haben wir drin ein Pizzospind-Paket. Einmal Bühnenmonster, einmal das Rückenaccessoire. Ich dachte gerade echt, ob das die ganz alte Pickaxe ist, die schon 100 Jahre nicht mehr drin war. Und dann der Kleider und die Lackierung. Die Lackierung ist nice, die hat irgendwie was. Für 2100 V-Bucks definitiv nicht verkehrt. Und das war's dann mit dem Paket. Dann haben wir heute noch mal drin Wahnsinn. Das ist aber Wahnsinn. Okay, der Skin sieht ja ganz abgespaced aus. Gott, ey, schon vor so einer begegnet, die auf der Straße. Der heilige Pampai. Dann natürlich passendes Rückenaccessoire. Der schöne Schulranzen. Dann Power Cord ist wieder da. Auch in zwei Varianten. Ja. Einmal die rosane, einmal die gelbe oder gelb-grün. Da lässt sich wieder streiten, welche Farbe das ist. Dann haben wir, wie gesagt, das Emote, das neue. Nicht so toll. Dann einmal schlendern. Dann Copyright. Und einmal Jazzhände. So, da haben wir aber unten noch eine kleine Überraschung. Dann ist das Kane-Reus-Paket noch drin. Dann Deathstroke, Harley Quinn, Flashback, Black Manta. Das ist wie so eine Schallplatte. Also hier hat sich einfach nichts getan. Es ist immer noch alles drin. Aber was haben wir hier mit drin? Das Dizzy-Domäne-Paket ist jetzt drin. Für 400 Euro bekommen wir halt einmal den Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe. Und die 600 V-Bucks. Ja, wenn ihr euch eh V-Bucks kaufen wollt oder euch günstig einen Skin holen wollt, da ist er halt. Ja, boah, ist Geschmackssache. Hätten sie die Brille weggelassen, würde er, glaube ich, besser aussehen. Dann denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gern meinen Creator-Code eintragen. Ich sehe gerade, ich habe ihn selber nicht drin. Man kennt es. Hätte ich mir wieder fast irgendwas gekauft, ohne dass er drin ist. YT-FamilyEgg. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Dienstag, genießt das Wetter und in dem Sinne haut rein.